hier einmal leer. Schmeiß die Kohle auch noch rein. Pollution Cleaning. So, Plastik kommt. Damit kommen dann auch wieder grüne Chips. Gut, gut. Wir brauchen nur wesentlich, wesentlich mehr Kohle, als das kleine bisschen hier uns gibt. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich einen richtig schönen Mining Drill. Keine Ahnung. 2. Und damit könnten wir dann das gesamte Feld hier abnuckeln. Ja. Ich will jetzt aber ungern das abbrechen, weil ich brauche die echt ziemlich dringend. Das heißt, ich schmeiße einfach die hier rein. Sind jetzt 400 noch was Kohle. Es kamen jeweils 2 Plastik bei raus. Das heißt, wir kriegen jetzt an die 1000 Plastik. Das wären umgerechnet an die 1000 rote Chips. Das, ne, sollte erstmal okay sein. Hier. 10 roten Chip. Ich sehe einen roten Chip. Einer mit. Oh, um mein Inventar mal wieder ausmüllen. Du. Das ganze Holz bloß nur immer herkommt. Ich mein Zeug. Die. Das im Eisen sieht echt nicht gut aus. Ja, also eigentlich müsste ich jetzt das Feld da leer machen. So schnell es geht. Und dann das Kupferfeld leer machen, so schnell es geht. Und dann hier anfangen, die Mauer zu befestigen. Dann haben wir später irgendwo anders noch Eisen außenposten, wie hier zum Beispiel. Was ein richtig schön großes Feld ist. Hm. Na gut, also unsere ersten Substations sind wieder fertig. Das heißt, ich husche jetzt rüber und mach da weiter. Mit den Roboports und den Mauern und dem neuen Blueprint. Auch wenn ich nicht so wirklich viel Hoffnung habe, dass es überhaupt irgendwas bringt. Ja. Hier. Weg, 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 weg. Jetzt stehe ich im Weg, ne? Ja. Du. Du. Achso, ich brauche noch welche dafür, um den Roboport selber zu setzen. Und es wird zappenduster. Gib mir das hässliche Ding. Hässliches Ding, hässliches Ding. Uch. So. 1, 2, frei. 1, 2. Roboport. Da drunter. Zack. Licht drauf. Warum hast du keinen Strom? Oh, dass sie sich manchmal nicht verbinden, ist echt ätzend. Hier ist der Fehler, richtig? Richtig, gib mir ein Kupferkabel. Bau. Brech das ab. Bau ein verdammtes Kupferkabel. Oh, wir hatten noch ein paar mehr. Na gut. Moment mal, das ist schräg, oder? Ja. Das ist alles falsch. Sorry, 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 sorry. Weil das Grüne macht es jetzt noch schwieriger zu erkennen. So, so. So, so. Du weg. Du dahin. Na also. Hin, weg, hin. Weg, hin, hin. Alles gut. Gib mir das Blueprint. Wow. Nee, 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 nicht du. Du bist das Richtige. Oh, ich kann ihn nicht setzen, weil da Wasser im Weg ist. Das ist nicht so schön. Na gut, ist nicht wirklich ein Problem. Einfach alles zumachen hier. So. Achso, von Hand erstmal ganz zumachen, sonst läuft gleich jemand durch. So, schön hässlich. Und jetzt dürfen die Roboter den Rest machen. Einmal hier. Einmal hier. Ja, das Muster ein bisschen, also dieses Blueprint ein bisschen größer machen sollen, damit hier auch wirklich keine Lücken zwischen sind. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das heißt, jetzt mangelt es nur noch an noch mehr Substations, damit noch mehr darunter gebaut werden kann. Und dann ist gut. Ja, wird langsam. Wird langsam. Cool, 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 cool. Okay, Laser Turrets 2 braucht länger. Oh, bau mal bitte zwischendurch. Davon welche. Laser Turrets 2 braucht länger, weil was gerade mangelt? Wahrscheinlich die hellblauen Tränke. Ja. Hellblaue Tränke sind mal wieder das Bottleneck. Das heißt, ich sollte 2 schnelle Fabriken bauen. Und dann den hellblauen, hellblauen da und den hellblauen zu einer MK3 machen. Und vor der Stromproblem in den Griff bekommen. Weil ich mag das nicht, wenn das so hin und her springt. Also geh bitte darum, 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 darum. Darum, 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 darum. Und baue ich Bomber da ein. Der Rest steht da so schon. Jetzt fehlen nur noch blaue Kisten. Shift rechts, Shift links, Shift links. Dass die ersten Fuelblocks müssten gleich hier angeflogen kommen. Abgedeckt ist es ja noch. Dann kriegen die schon mal Fuelblocks und die hier unten arbeiten. Ist noch nicht so viel, was dann da wirklich hilft, aber ne, ist ein Anfang. Wie viel Stahl haben wir? Oh, wir haben fast keinen Stahl mehr. Okay, so viel dazu. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich jetzt nicht eine Fabrik baue, die blaue Kisten baut und rote Kisten. Damit wir einfach das Blueprint hier nochmal hinschmeißen. So. Ich stehe im Weg, ich stehe im Weg. Warum kann ich das jetzt nicht drüber legen? Habe ich irgendwo irgendwas? Ich stehe immer noch im Weg. Ich bin echt gut im Weg stehen. Nee, macht er nicht. Ach so, unten rechts ist was rot. Die hätte ich da nicht bauen sollen. Ja, Krummelkrumpf. Die beiden hier sind falsch. Aber nee, wir haben noch keine Fabriken für rote Kisten und blaue Kisten. Also macht es noch keinen Sinn, das zu bauen. Ich baue jetzt mal die Fabrik zu Ende und hinterher Schmelzöfen, glaube ich. Mhm. Da müssen wir allerdings Steinziegel für abholen. Okay. Die hatte ich ja in dieses komische Ding hier geschmissen. Genau. Schmeiß dir nochmal welche rein. Dum, 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 dum. Da. Eisen fehlt. Ernsthaft? Ja, es fehlt überall. Genau deswegen wollen wir gerade die Schmelzöfen bauen, damit wir mehr Eisen haben. Lustig, ja? Geh mal da runter. Da runter. Mach hier zu. Ich sollte echt bald die Tore bauen. Die jetzt. Achso, da war das Ding. Ja, gut, du weg, du weg. Es ist jetzt hier gefährlich, ne? Ich könnte auch einfach das da weiter ausbauen. Das ist auch schneller ein Roboter dran und so. Ja, mach mal. Ich nehme jetzt das zweite Schmelzofen-Ding da auch noch mit. Und setze auf unseren MK, was auch immer Drill das war. Ich glaube, es war ein MK3-Drill. Dass der das Ding gewuppt kriegt, alle mit Erz zu versorgen. Sieht aber ja soweit schon mal ganz gut aus. Das heißt, Schmelzofen Nummer 1, Schmelzofen Nummer 2. Wir brauchten halbe Ärmchen zum Rauslegen. Da bauen wir ein paar. Und wir brauchen normale Ärmchen zum Reinlegen. Und ihr brauchtet Stromsparmodule. Stromsparmodule. Die haben sogar schon teilweise MK2 drin. Ja, sehr schön. Und da ich nicht am Töten bin, nimm das wieder raus. So. Das sind jetzt wieder 2 Eisenproduzenten mehr. Aber ich denke, das wird auch nicht so wirklich doll auffallen. Ich sollte also noch mehr davon bauen. Was fehlt dabei? Ja, das Eisen selber. Gib mir das.
Dann bauen wir das direkt hier an der Quelle. Boah, spricht nichts gegen. Leg das darauf. Tu das da wieder zurück. Tu dich dahin. Und aktiviere jetzt Module. So, jetzt drei schmelzen mehr, die Eisen herstellen. Sollte dann doch langsam mal so ein bisschen, ne? Hinhauen. Benno. Es sieht schon fast so aus, als wenn es sich stauen könnte. Dann bräuchte ich eigentlich nur noch eine zweite davon. Und ich breite das jetzt nur schon mal vor. Und ein grün davon. Shift rechts, Shift links. Zack, 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 zack. So. Wir haben inzwischen 20.000 Kupfer. Das ist super. Stahl und Eisen. Also Stahl ist keins da, weil Eisen da ist. Also wir müssten jetzt theoretisch abwarten in den nächsten Folgen und gucken, wie sich das mit dem Eisen verhält. Aber ich sehe, dass sie absolut nicht auftauchen. Nicht mehr ganz unten rechts bei 10 Stück. Also Eisen wird irgendwo im Negativbereich. Warum fliegt der hier oben mit Eisen rum? Weil er aufladen wollte. Okay. Ja, also Eisen wird irgendwo im Negativbereich sein, weil es halt durchgehend verbraucht wird. Was sagt P? Die letzten eine Minute. 540 produziert, 490 verbraucht. Aber das ist ja nur, was wirklich verbraucht wird. Nicht das Potenzial, was verbraucht werden könnte, wenn die noch da wäre. Bringt mir also jetzt nicht so viel. Ja, ich hoffe einfach mal, dass die drei Schmelzöfen was gebracht haben. Und ich kann einfach die nächsten Folgen immer wieder zwischendurch welche bauen. Die auch ranbappen, wobei ich dann auch wieder Pollution, Effektivitätsmodule brauche. Und dann einfach hoffen, dass sich das irgendwann einigermaßen einpendelt mit dem Eisen. Das mit den Laser-Turrets ist doof. Du da, du da. Wir müssten eigentlich auch schon inzwischen Effektivitätsdinger rein, oder? Ja, 0,864, aber brauchst eigentlich Strom. Spar, ne? Hier, mehr davon. Gott. Haben wir inzwischen robotermäßig... Oh ja, sehr gut. Es sind nicht alle Roboter ausgelastet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, alle Fabriken müssten jetzt einigermaßen gleichmäßig beliefert werden. Und das haut dann auch hin. Strom. Nicht gut. Strom ist nicht gut. Wappen wir den nächsten davon hin. Wir brauchen eine Pumpe. Oder haben wir noch irgendwas auf Tasche? Ne, haben wir nicht. Dann brauchen wir noch Boiler. Okay, bau drei Boiler. Und dann weiterhin die blauen Kisten. Ja. So. Dann komme ich auch noch die Kisten hin. Hier die Boiler hin, da die Boiler hin. Und dann könnte es ganz knapp wieder mal reichen. Aber das ist echt doof, dass es halt immer nur ganz knapp wieder mal reicht und wir nicht so einen richtigen Schwung hinbekommen. Ich denke, den Schwung mit dem Strom kriegen wir erst hin, wenn wir wirklich alle hier ersetzen. Also die Reihe hier noch durch blaue ersetzen, die Reihe komplett durch blaue ersetzen. Und dann auch vielleicht die ersten MK2-Boiler. Ja, in der Richtung entwickle ich mich gerade halt nicht so wirklich viel weiter. Der Fokus liegt gerade am Basen töten, damit wir ja keine durchgehenden Angriffe haben, vorerst. Und zu sehr in die Zukunft schauend. Also ich überspringe jetzt ja quasi alle Lasertürme und die Gun-Turrets und was weiß ich, um gleich zu Topas zu kommen. Was vielleicht ein wenig hochgegriffen ist. Das muss ich dann gucken. Du brauchst noch die Pumpe. Da. Aber bisher geht es einigermaßen auf. Ist ein Risiko, aber es geht auf. So, du bist okay, du bist okay. Warum kommt hier nichts? Du müsstest doch jetzt eigentlich schon arbeiten. Oh, ich habe vergessen, die einzustellen. Okay, Shift rechts, Shift links, Shift links. So, jetzt sollten sie arbeiten. Okay. Vielleicht auf Sand umstellen? Oder auf nur Wasser? Weil ich glaube, wir haben langsam genug Stein. Das hätte ich ja nicht gedacht. 2200 Stein, ja.
Na, ich könnte im Notfall einfach eine Landfill-Fabrik herstellen. Aber das lastet die Roboter dann komplett aus, wenn sie wirklich durchgehend alle Steine abtransportieren. Naja, erstmal ist Strom wieder okay. Bapp dich da hin. Ja. Okay, ich denke, ich mache jetzt eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge oder den nächsten Folgen machen wir eigentlich das gleiche wie vorher auch. Also ich denke nicht, dass ich nochmal losziehe in den nächsten Folgen, um irgendeine Basis kaputt zu machen. Das geht zwar noch, aber ich sehe nicht so wirklich den Grund. Also sobald wir die Topaz-Türme, warte mal. Topaz-Türme braucht Chunks of Topaz und Steel Gear Wheel. Tungsten Gear Wheel. Das können wir alles noch von Hand herstellen, richtig? Ja, muss nichts gegossen werden. Das ist super. Okay. Das heißt, das einzige Problem wären die lila Chips. Die können wir noch gar nicht. Und die brauchen auch sehr viel Zeug. Aber ich hoffe mal, dass die ersten Topaz-Türme schon eine Reichweite haben, die einigermaßen okay ist. Ja, nee, also sobald wir die Topaz-Türme haben, können wir uns theoretisch einbunkern. Dann halten wir so lange aus, bis wir die Laser-Combat-Shotgun haben. Mit der Laser-Combat-Shotgun können wir dann wieder nach und nach Basen kaputt machen, falls wir für irgendwas Alien-Artefakte brauchen. Oder wir ziehen aber mit dem Sniper-Gewehr los, mit 100 Magazinen und machen so einen Spawner nach dem anderen kaputt. Ja, das sollte hinhauen. Also wirklich Gedanken, um so eine Sackgasse wie in der letzten Staffel zu machen, muss ich eigentlich mir nicht mehr. Ah, das ist beruhigend, das ist echt beruhigend. Und vor allem freue ich mich schon, wenn wir die Topaz-Türme haben, weil dann können wir überall die Smog-Module, also die Pollution-Reduktionsmodule rausnehmen und nur noch Stromsparmodule reinhauen. Weil, also eigentlich müssten wir sogar Smog-Module reintun, damit wir mehr Gegner anziehen, um dann mehr Edelsteine zu bekommen. Weil wir die Edelsteine ja brauchen, dann um die Shotgun-Munition herzustellen. Die Topase bekomme ich nur hier aus der Handarbeit. Deswegen ich eigentlich schon mal runterlaufen könnte und da regelmäßig klopfen. Aber ich habe meistens eigentlich irgendwas anderes zu tun. Habe ich noch irgendeinen Schmelzofen auf Tasche? Ja. Schmelzofen. Ich bleibe einfach genau hier stehen, damit ich nächste Folge weiß, was ich machen muss. Hoffentlich. Also bis gleich.